Klagen beschreibt man im Gesang höhere, mittlere und tiefere Bereiche einer jeden Stimme und Stimmlage. Höhere Lagen hat also jede Stimme, egal ob nun Sopran oder Bass. Ziel wurde im Laufe des Bel Canto, die verschiedenen Lagen auszugleichen, sodass eine einheitliche Stimmfarbe in jeder Lage zu hören ist. Das bedeutet, dass in der Tiefe auch die Kopfstimme mitklingen darf und in der Höhe auch die Bruststimme anteilig mit dabei sein sollte. Dies umschreibt man mit dem Begriff Lagenausgleich. Ein einfacher Trick kann von der Theorie zur Praxis verhelfen. Wenn man eine ansteigende Tonfolge singt, stellt man sich diese abwärts vor und wenn man eine abfallende Tonfolge singt, umgekehrt aufwärts. Die Idee ist also, sich immer die Gegenrichtung vorzustellen. Man könnte auch von einer Waage sprechen, die immer das Gleichgewicht anstrebt. Auch der Körper und damit die Stimme möchte im Gleichgewicht sein. Unterstützt werden kann die Vorstellung noch durch Zeigen der gegensätzlichen Richtung mit einer oder auch mit beiden Händen. Von dort ist es dann eigentlich auch gar nicht mehr so weit zum Dirigieren.